Und hier sind wir wieder zurück zur jetzigen letzten und auch aktuellen Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Gefährten. Vorher hatten wir mit Aragorn einen spaßigen Wildtrip. Wir waren zuerst in Bree, wo wir Hobbit-Nachbildungen gemacht haben, Merry gerettet haben und die ersten paar Kämpfe hatten, und danach waren wir in der Wildnis auf dem Weg zur Wetterspitze. Am Ende kam dann der Film, wie ihr schon seht, Ein Messer im Dunkeln, wo Frodo vom Hexenkönig, wie wir wissen, verletzt wurde, und jetzt müssen wir als Aragorn die Nazgul abwehren. Mal sehen, ob wir das gleich schaffen. Wir haben nur die Fackel. Wir müssen abhalten, dass sie... Und ich muss gleich schon mal das erste Kram essen. Wir müssen halt abhalten, dass die Frodo schaden. Alter, könnt ihr mal abhauen? Und da sind wir das erste Mal gestorben. Ihr seht, das ist brutal schwer. Die schwarzen Reiter haben Frodo erschlagen. Das ist brutal schwer, weil die schwarzen Reiter da dauernd dann... Man darf sich nicht von Frodo entfernen. Alter, lass dir mal den Scheiß. Danke. Jetzt habe ich zwei Kram gegessen, weil ich... Könnt ihr mal aufhören, auf mich einzuprügeln, bitte? Jetzt sind wir schon wieder tot. Das ist ja so ein Scheiß. Ja, tut mir leid, dass ich schon wieder anfange zu ragen, aber das Problem ist, die kommen halt andauernd und schlagen dann von drei Seiten auf dich an. Hier liegt noch ein Lembas, das holen wir uns schnell. Aua. Könnt ihr mal Frodo in Ruhe lassen? Gleich den nächsten beiden Kram. Ich glaube, ich heile mich mal komplett. Weil sonst sterben wir gleich wieder. Boah, hört ihr mal auf, von drei Seiten auf mich einzuprügeln? Das wäre unheimlich nett. Verpisst euch hier. Ab, ihr Gasting. Nein, ich sterbe nicht. Nochmal Kram, das letzte. Boah, die sind so nervig. Haut doch mal ab jetzt. Wir müssen Lembas nehmen, das geht so nicht. Noch zwei Lembas, das geht nicht anders. Wir haben leider unser Schwert nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir das machen müssen. Schuss wurde von der Nase abgeschlossen. Gut. Puh. Ich gehe voran und beseitige die Trolle. Gebt auf euch acht. Und bleibt in Frodos Nähe. Ich folge, so gut ich kann. Sei ganz unbesorgt. Wir kümmern uns um ihn. Wetterspitze, der Trollwald. Da haben wir den Bogen und da haben wir das Langschwert. Das war ja ein lustiger Anfang. So einen sicheren Weg für die Hobbits. So eine Scheiße am Anfang, ganz ernsthaft. Das mit den Nazgul ist echt so ein Ärgernis. Ich speichere gleich nochmal. Wieso laufen ihr eigentlich schon voran? Davon sind Feinde, ihr Vollidioten. Oh, da ist man wieder echt begeistert. Da kommen die ersten Barge. Und ja, Trollwald. Hier kommen auch Trolle. Die Trolle kennen wir seit der letzten Folge.
Lauf doch nicht voran, Frodo. Wenn er nämlich stirbt, dann haben wir verloren. Automatisch. So, weiter. Sind alle tot, ja. Wenn er stirbt, haben wir automatisch verloren. Da vorne kommen nämlich so Trolle. Deswegen ist auch der Trollwald eine recht ätzende Stelle. Haben wir eigentlich was Neues? Ne, haben wir zu. Da kommen die Trolle auch schon. Da ist zumindest einer, aber ich weiß, es sind mehrere. Wie schon vorher die Taktik im letzten Part. Solange ich kann, Bogen. Weil die Viecher echt ätzend sind im Nahkampf. Und die Waage natürlich beseitigen. Oh, der kommt viel zu nah an Frodo ran. Die übrigen Gefährten können nicht sterben, aber Frodo schon. Jetzt muss ich einen Nahkampf machen. Und ja, der kann auch blocken, wie man sieht. Ich muss ihn jetzt im Nahkampf machen, weil die anderen Hobbits sind da. Okay, er ist tot. Schön. Ein Kram. Sehr schön. Der ging jetzt recht leicht. Puh. Ich habe da schon mal ewig dran gesessen. Und davon war auch ein Kram, wo der durchgebrettert ist. Nee, doch nicht. Irgendwas hat uns gesehen. Das war sicher nicht der letzte Troll hier. Was hat uns denn gesehen? Ach, die Waage. Ja, Waage, kein Problem für uns alten Waldläuferhasen. Aber, also wenn sie uns zurück. Du lebst ja immer noch. Zum Beispiel bitte sterben gehen. Finish him. Ah, jetzt ist er tot. Gut, ich speichere hier gleich nochmal. Nein, ich möchte nicht das Spiel verlassen. Ich möchte speichern. Und weitergehen. Wäre schön, wenn wir es auf dem ersten Versuch schaffen. Bin mir aber nicht sicher. Weil die Stelle hier ist, zumindest als ich es mal gespielt habe, extrem ätzend gewesen. Ein Troll, war ja klar. Ist so ein bisschen blöd mit der Maus, weil oben ist unten. Du triffst uns nicht, dummer Troll. Jetzt hat er uns getroffen, weil ich zu langsam war. Lauf, Aragorn. Ja, wir sind fast tot. Wir müssen das Kram essen. Ja, klar. Ja, Aragorn. Kram, Lambas essen. Aragorn, kannst du bitte mal angreifen? Oh, danke. Danke, welcher Hobbit es auch jetzt immer gerade gemacht hat. Weiß ich nicht. Das war jetzt... Ich kam gerade nicht ran. Aragorn hat sich geweigert, in seine Nähe zu gehen. Das Lambas musste jetzt sein, sonst wären wir gestorben. So, weiter geht's. Bisher kommen wir ganz gut durch. Was mich freut. Da habe ich schon wieder welche Leute gesehen. Waage wahrscheinlich. Nein, Orks. Zur Abwechslung. Natürlich nicht einzeln. Und natürlich 15. Ach, scheiße. Boah, sind das ätzend viele. Lambas Kram. Ne, die mache ich im Nahkampf. Und noch ein Kram, sehr schön. Und da kommt ein Wolf.
Zwei Trolle. Oh, jetzt kommen wir zur interessanten Stelle. Aua, 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 aua. Kram essen. Gleich mal zwei. Ja, diese zwei Trolle sind so das Problem auf diesem Weg. Ein Troll ist ja schon ätzend. Das Gute ist, dass sie sich auf dem Weg hier blockieren. Ah, da habe ich jetzt zu lange gewartet. Das war jetzt mein Fehler. Oh, scheiße, Hobbits. Angriff, meine Hobbits. Wir schaffen das. Wir sind die König Aragorn. Zumindest zu späteren Zeitpunkt. Ein Troll ist tot. Und wir müssen einen Kram essen. Tötet den Troll. Los, sofort. Nein, er geht doch nur hoch. Gut, der zweite ist auch tot. Puh, speichern. Genau diese Stelle war es, wo mir Frodo so oft gestorben ist. Weil Frodo kann zwar kämpfen, aber nicht gut. Man sieht ja, dass er verletzt ist. Er hinkt ja auch. Uff, weiter geht's. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, es waren die letzten zwei. Boah, es ging überraschend gut. Das war mal richtig, richtig übel. Ah, nee. Ich sehe schon. Aufmerksam geworden von Gegnern. Das ist waren es noch nicht. Waage! Zur Abwechslung mal wieder. Finisher, ging das? Ja. Alle Feinde dieses Gebiets sind beseitigt. Und wir sind fast tot. Video. Ein Reiter nähert sich. Das sehe ich. Ei, na wer du na da? Ein Elbe. Mein Gewann in Melon. Was hat er da gesagt? Freudige Begegnung, Freund. Glaube ich, das ist Glorfindel, aus Elronds Haus in Bruch. Gut, dass wir es endlich finden. Wir haben Befehl, euch zu suchen. Gandalf? Na, Elrond erfuhr von euch durch Elben, die beim Auenland unterwegs waren. Als er hörte, dass er das stimmt, schickte er Reiter in alle Himmelsrichtungen. Er, Frodo hat einen Mordweg. Er muss nach Bruch. Dann soll er mein Pferd Asphalt reiten. Sein Gang ist behutsam. Kein Reiter fällt von seinem Rücken. Flieht! Der Feind ist da! Flieg zur Furt! Reit! Lorolim! Lorolim, Asphaloth! Ja, im Buch gibt es den Elben Glorfindel, sofern sich ein Weg für die Hobbits abgeschlossen, der Frodo nach Bruchtal bringt. Im Buch kommt Arwen allgemein extrem, extrem knapp vor. Das wurde vom Film umgeändert. Speichern. Und dann kommt er in die Uni. Bei Elbereth und Lúthien! Ihr bekommt weder den Ring noch mich! Wasserpferde. Und er macht ab. War klar. Ja, die Wasserpferde. Auf Elrons Geheiß rissen die Wasser der Sprünen die Ringgeister mit sich. Wir betraten das verborgene Elbenreich Bruchtal. Elrond, der Herr von Bruchtal, heilte die Wunde, die die Morgul-Klinge zugefügt hatte. Frodo erwachte und blickte in ein bekanntes Gesicht. Auch das ist ein Unterschied. Im Film sieht man ja, dass Arwen die Wasser des Brünen beschwört mit den Pferden und hier ist es Elrond. Soweit ich weiß, sogar eine Kombination aus Elrond und Gandalf. Gandalf macht, glaube ich, die Pferde und Elrond lässt allgemein das Wasser anschwellen und fluten. Weiter mit der Eingabetaste. Jetzt sind wir im Bruchtal. Ja, ich bin hier.
Nach deinen absurden Taten kannst du von Glück reden, dass du auch hier bist. Dann sind wir im Bruchtal. Wir haben es geschafft. Aber dich hätten wir gebraucht, Gandalf. Ich wurde vom Verräter Saruman dem Weißen festgehalten. Doch nun bin ich frei und sehe erstaunt, dass du den Ring bis hierher gebracht hast. Hobbits scheinen dem Bösen des Ringes besser zu widerstehen. Danke, dass du Aragorn geschickt hast. Ich wusste nicht, dass er Ringgeister bekämpft. Mir schien er nur ein Waldläufer. Nur ein Waldläufer? Bester Frodo, Waldläufer sind die letzten Nachkommen der Könige Numenors. Doch dein Teil der Suche nach dem Schicksalsberg ist jetzt vorbei. Du wirst in vielen Begegnungen davon hören. Du sollst Gast des Rates von Elrond sein. Nein! Ach, jetzt muss ich nochmal neu laden. Ich muss nochmal neu laden, weil jetzt habe ich aus Versehen das übersprungen. Sorry. Aber wir haben ja gespeichert nach dem letzten Gegner. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass eben Gandalf jetzt da ist und wir im Bruchtal sind. Sorry. Neu laden. Ein Fail von mir. Das Video kennen wir schon. Auf Elronds Geheiß riss. So, jetzt nochmal. Gandalf! Ja, ich bin hier. Jetzt nochmal dasselbe. Sorry dafür. Freunde, dies ist der Hobbit Frodo, Sohn von Drogo. Er hat viel riskiert, um den einen Ring nach Bruchtal zu bringen. Frodo, dies sind die Führer der freien Völker von Mittelerde. Gimli. Glöns Sohn vom Zwergenreich Erebor, wo eine Invasion des dunklen Herrschers Sauron droht. Legolas, Sohn von Thranduil, König der Waldelben. Sie kämpfen in Düsterwald gegen Saurons Truppen. Boromir, Sohn des Truchses von Gondor. Die Männer Gondors erleiden schwere Verluste, um uns vor Saurons Armee zu schützen. Saurons Macht hängt an diesem Ring. Wir müssen ihn nach Mordor bringen und im Feuer des Schicksalsberges vernichten. Vernichten? Du würdest unsere mächtigste Waffe direkt zum Gegner bringen? Wir dürfen ihn nicht benutzen. Er verdirbt alle, die ihn tragen. Je mächtiger der Träger, desto gefährlicher wird er. Ich mag den Ring nicht verstecken. Niemals werde ich ihn benutzen. Ein dunkles Rätsel. Die Starken, die nach Mordor könnten, wagen den Ring nicht zu berühren. Die nach Mordor könnten? Alle Armeen von Mittelerde zusammen könnten nicht nach Mordor. Eine kleine Gruppe könnte vollbringen, was eine große Armee nicht kann. Die Elben wollten sich mit den Zwergen gegen Sauron verbünden. Doch die Zwerge blieben in ihren dunklen Höhlen, um Schätze zu zählen. Wenigstens fliehen die Zwerge nicht aus Mittelerde. Doch die Elben ziehen in der dunkelsten Stunde in den sicheren Westen. Genug. Ich sage, nutzen wir den Ring als Waffe. Denn keiner ist mächtig genug, den Ring nach Mordor zu bringen. Ich nehme den Ring, aber ich kenne den Weg nicht. Ich glaube, du bist dazu auserkoren, Frodo. Wenn du den Weg nicht findest, dann keiner. Ihr schickt ihn doch nicht allein. Keineswegs, da ihr beiden unzertrennlich seid, Sam Gamgee. Gandalf wird eine Gemeinschaft der freien Völker gegen Sauron anführen. 9 Gefährten gegen Sauron und seine 9 Reiter. Legolas für die Elben und Gimli für die Zwerge. Für die Menschen Aragorn und Boromir von Gondor. Die restlichen 2 sollen große Helden sein, wie Merry und Pippin. Auch Hobbits sind ein freies Volk. Ihr habt keine Vorstellung von den Gefahren unterwegs. Oh, du auch nicht. Und ich nicht. Nicht einmal die größten Elbenfürsten könnten den Zugang nach Mordor erzwingen. Ich setze lieber auf Hobbit-Freundschaft als auf alte Mächte. Nun gut. Die Gemeinschaft des Rings soll nach Mordor ziehen. So, jetzt sind wir soweit. Bruchtal Elronds Haus. Reinhard hat zugenommen und abgeschlossen, bringt den einen Ring nach Bruchtal. Das war jetzt der Rat von Elrond, natürlich in der verkürzten Fassung, weil ein Spiel. Jetzt haben wir die ganzen Mitglieder der Gemeinschaft gesehen, die natürlich alle etwas komisch, also nicht alle sehen komisch aus. Legolas und Gimli finde ich zum Beispiel sehr ähnlich aus. Mit Boromirs Aussehen kann ich mich auch anfreunden. Aragorn ist halt immer für mich so ein bisschen Gewöhnung. Jetzt reden wir erstmal mit allen. Ich verstehe, warum Bilbo hier bleibt. Bruchtal ist grandios. Ich habe niemals bessere Mahlzeiten gehabt. Wie gesagt, er redet quasi immer vom Essen. Der gute Pippin. Macht er im Film und im Buch ja nicht. Wir waren eine Weile besorgt, Vetter. Gott sei Dank konnte Meister Elrond deine schreckliche Wunde heilen. So, Sam. Es ist schön, solche Reisegefährten zu haben, Frodo. Hast recht. Wir haben jetzt gerade wieder den Gehstock bei Frodo. Ja klar, wir haben hier gesehen, er hat den
das Schwert verloren. Das haben ihm die Ringgeister gebrochen, vermutlich der Hexenkönig. Und wir haben jetzt auch im Video mitgekriegt, so die Feindschaft oder die Rivalität zwischen Elben und Zwergen. Die war auch Thema kurz. So, dann Elrond. Noch ist es nicht an der Zeit, Bruchtal zu verlassen. Mit Elronds Aussehen komme ich zum Beispiel nicht so gut klar. Gandalf. Feuer und Blitze, die ihr auf der Wetterspitze gesehen habt, waren Folgen meines Kampfes gegen die Ringgeister. 3 Tage später und ich hätte euch dort getroffen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Gandalf gegen die Ringgeister gekämpft hat im letzten Part. Boromir. Ich kam nach Bruchtal, um einen Traum zu deuten. Eine Vision, in der es heißt, der Halbling tritt hervor. Bist du dieser Halbling? Die Vision ist so groß und du so winzig. Ja, schon mal einen großen Halbling gesehen. Abgesehen davon, dass ja Boromir, wie wir aus Film Buch wissen, nicht gerade der Beste ist, was den Ring angeht. So, Legolas und Gimli. Erstmal Legolas. Ne, erstmal Gimli, erstmal der Zwerg. Ich mag die Zwergen lieber als die Elben, keine Ahnung wieso. Der Frau Mapp, Bruchtal. Das letzte heimliche Haus östlich des Meeres ist eine verborgene Zuflucht, die der große Elrond erbauen ließ. Mein Vater Gloin reiste vor Jahren mit deinem Onkel Bilbo. Die Zwerge des einsamen Berges bewundern Bilbo wie unsere größten Helden. Durch seine Tapferkeit wurde unser Berg vom Drachen Smaug befreit. Ein höchst ehrenwerter Hobbit ist Bilbo Beutlin. Da hat Gimli verdammt recht. Legolas? Übrigens hat Legolas auch im Buch keinen 2 Schwerter, sondern 1, das hängt hier am Gürtel. Und ja, ihm gehen auch mal die Pfeile aus, was sie am Film nicht tun. Das seltsame Geschöpf Gollum verriet dem dunklen Herrscher, dass Beutlin aus dem Auenland den Ring nahm. Gollum wurde von den Waldelben gefangen gehalten, doch er kam. Noch immer sucht er nach dem Ring. Und auch Gollum werden wir noch begegnen, übrigens. Und hier sind Aragorn und Arwen. Das ist Arwen. Und König, der die Krone verlor. Die Elbenschmiede haben Narsil, die Klinge meiner Ahnen, neu geschmiedet. Ihr erweist mir eine große Ehre. Ihr erweist uns die Ehre, sie gegen den gemeinsamen Feind zu tragen, Aragorn, Sohn von Arathorn, Sohn der Königin Numenors. Sie soll einen neuen Namen haben. Andoril, Flamme des Westens. Möge sie das Ende des dunklen Herrschers sehen und dich sicher zurückbringen, Liebster. Zeit meines Dankes gewiss, Arwen und Dormir. Und meiner Lieben. My gewonnen, Melon. Und auch mit Arwens Aussehen komme ich überhaupt nicht klar. Ja, Aragorn hat sein Schwert Andoril wieder. Im Buch kriegt das schon eben in Bruchtal. Im Film kriegt das ja erst im dritten Teil. Ein gefahrvoller Weg liegt vor dir, Ringträger. Mögen die Sterne dir gewogen sein. Ich komme auch mit Arwens Stimme nicht klar. Die klingt einfach nicht nach einer Elbe. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr allgemein von dem Aussehen der Figuren haltet. Aragorn? Elrond hat deine Gefährten weise gewählt, Frodo. Wir werden dich nicht enttäuschen. Gut, jetzt haben wir mit allen geredet. Und jetzt werden wir gleich aufbrechen. Bilbo begegnen wir natürlich auch noch. Wir kriegen ja Stich und das Mithril-Hemd. Das heißt, der Gehstock bleibt nicht lange. Ich lese es jetzt nicht vor, weil den kennt ihr ja schon vom Anfang. So, Bilbo ist hier. Hallo Bilbo, wir brechen wohl bald auf. Ich wollte mich noch verabschieden. Da bist du ja froh, du mein Junge. Ich habe Geschenke für dich. Nützlich für den gefahrvollen Weg. Als erstes Stich. Die Klinge eines Elbenfürsten. Ich wette, du brauchst sie. Das ist ein Mithril-Harnisch aus dem Drachenschatz. Sehr leicht, aber härter als Stahl. Danke für die große Hilfe, die du mir bist. Hilfe? Ich habe dir ein schlimmes Schicksal beschert. Ich würde den dummen alten Ring selbst nehmen. Aber ohne ihn spüre ich jetzt die Jahre. Ich bin nicht mehr wohl erhalten. Und du sagtest einst, das Alte und Starke vergeht nicht. Du solltest deiner Worte gedenken. Ah ja, gib auf dich Acht, Frodo. Und komm mit vielen Neuigkeiten zurück. Ich schreibe ein Buch über dein Abenteuer. Gib auf dich Acht, Onkel Bilbo. Ich bringe viele Neuigkeiten zurück. Und alte Lieder und Geschichten. Ja, Bilbo. Es war Dezember, als wir auf der Straße nach Mordor durch das uralte Land Hulsten reisten. Von allen Seiten wurden wir durch Saurons Macht bedrängt, denn Vögel und Tiere und sogar das Wetter beugten sich Saurons Willen. Der dunkle Herrscher schickte uns einen Schneesturm, als wir den Bergpass Caradhras passieren wollten. Wir kämpften uns voran, bis ein Erdrutsch uns zwang, dem Berg den Rücken zu kehren und einen anderen Weg zu suchen. Ja,
Bilbo mit Brille ist auch so eine Sache, wollte ich kurz sagen. Und hier sehen wir auch nicht, Saruman hat den Schneesturm im Buch geschickt, sondern Sauron. Allerdings hat Saruman per Palantir Sauron quasi darum gebeten. Soweit ich weiß, falls ich irgendwie Bullshit erzähle in die Kommentare, dann entschuldige ich mich im Voraus. Auf nach Moria. Und da schmiert das Spiel ab. Ja, beim letzten Part war ich so froh, dass das Spiel nie abgeschmiert ist. Jetzt ist es abgeschmiert. Naja, macht nix. Sind wir mittlerweile gewöhnt. Leider. Gleich bin ich mit dem Spiel wieder da, meine Freunde. So. Wir haben ja im Bruchtal gespeichert. Wir haben schnell Bilbo hier und den können wir schnell überspringen, weil wir ihn jetzt schon gehört haben. Hallo Bilbo. Es war Dezember, als wir auf der... So, jetzt hat. Karadras hat uns besiegt. Sollen wir umkehren? In Bruchtal ist der Ring nicht sicher. Wohin gehen wir? Es gibt noch einen Weg. Die Minen von Moria. Ein übel beleumundeter Name. Aber in Gondor haben wir starke Verbündete. Damit rechnet der Feind. Daher darf der Ring nicht nach Gondor. Ich folge dir nach Moria, um die große unterirdische Stadt Khazad Dûm zu sehen. Ich komme mit. Sage euch aber, hütet euch vor den Tiefen Morias. Ich werde nicht gehen. Es sei denn, die ganze Gemeinschaft überstimmt mich. Die Stimme des Ringträgers sollte gehört werden. Ich möchte nicht gehen. Aber ebenso wenig möchte ich Gandalfs Rat ausschlagen. Wir müssen nach Moria. Und zwar bald. Gandalf hat recht. Wir könnten früher, als uns lieb ist, mehr Ärger bekommen. So, Moria Hulstentor. Such das Tor von Moria am Tor in der Nähe des Sees. Ja, Gandalf dürfen wir jetzt spielen. Frodo hat ja Gandalf zugestimmt im Buch. Im Film ist ja anders, da ist er mit dem Schneesturm. Und Gandalf will nicht nach Moria. Hört aber auf den Ringträger, der sagt, wir werden durch die Minen gehen. Im Buch tut er halt Gandalfs Rat annehmen. So, wir haben rechts unser Marder, Glamdring, das scharfe, auch Feindhammer genannte Langschwert, der Elben erstrahlt im Fahnenlicht, wenn Gegner in der Nähe sind, und fünf Zauber. Den Feuersturm, ein Geschoss aus Feuer, der ein einzelnes Ziel einhüllt und verbrennt. Den Stabangriff, eine Druckwelle bereitet natürlich, sich als expandierender Kreis aus dem Schaden einen Feind in der Reichweite. Blitze, die mehrere Ziele treffen können, anlocken. Von diesem Magieangriff getroffene Kreaturen werden für Kurzzeit zum Angriffsziel ihrer eigenen Art genossen. Und heilen. Gesundheit ist komplett wiederhergestellt. Verschiedene Energieabsorbungen natürlich. Und hier haben wir Mirobor. Und den ersten Waage. Mirobor. Der Trank von Imladris als mächtiges, stärkendes Getränk, das die Elben für Bruchteile herstellen, stellt 100% Geistenergie wieder her. Also unser Mana. So, lernt den Zauberer Gandalf kennen. Ich geh gleich mal auf den Blitz. Blitzschlag! Und auch Gandalf kann Finisher mit dem Stab, aber... Nochmal Blitzschlag. Und damit sind sie tot. Ja, man sollte Gandalf nicht unterstützen, liebe Kinder. Nicht überschätzen, meinte ich natürlich. Unterstützen schon. Wo die anderen Mitglieder der Gemeinschaft sind, frage ich mich gerade ein bisschen. Spielspeicher, man hat vorher auch kurz gesehen bei Frodo jetzt Stich und Mitri-Panzer. Sehen wir dann, wenn wir ihn wieder spielen werden. Ja, komm, gegen einen brauchen wir wohl keinen. Keine Zauber. Da kam der Stab runter. Das war jetzt ein Finisher. Und hier ist nochmal Mirobor. Gegen einen Feind mache ich keinen Zauber. Ja, was werde ich für Zauber benutzen? Ich habe, glaube ich, gerade was gehört. Was werde ich für Zauber benutzen? Der Blitz benutze ich sehr oft, weil er halt mehrere Ziele trifft. Das Anlocken eigentlich nicht, weil das finde ich nicht so toll. Das Heilen auch nicht, weil dafür hat man halt
Ja, Atelas und Kram, außer man braucht es unbedingt. Feuersturm könnte ich mal. Obwohl Feuersturm nutze ich eigentlich auch nicht so oft, weil Feuersturm halt nur ein einziges Ziel trifft. Höchstens bei starken Gegnern wie Trollen, während der Blitz mehrere trifft. Und den Stabangriff, ja, der kann mal sein. Also Stabangriff und Blitz wird halt das Höchste, würde ich damit sagen. So, weiter geht's. Wir müssen zum Tor. Hören wieder Warge. Und das sind wieder mehrere, also wird wieder geblitzt. Aua. Ihr Sackratten. Ihr Sackratten, lasst mich zaubern jetzt. So. Hütet euch vor dem mächtigen Zauberer Gandalf. Also Gandalfs Special ist halt das Zaubern. Wenn die anderen ja entweder springen in Todesfall oder treten als Argonfaller können. Übrigens schön, wie er mit dem Stab einfach mal ihnen die Kehle eindrückt. Macht, ist glaube ich sein Finisher. Keine Ahnung, was er genau mit dem Stab macht, aber ich glaube, er drückt ihnen die Kehle ein. Aber wir haben gerade überzogen, sehe ich. Deswegen das Tor von Moria speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, knapp eineinhalb Minuten. Mit jetzt Endcut vielleicht 2 Minuten. Auch halt morgen ein bisschen kürzer. Das war jetzt die letzte Folge für heute. Gothic habe ich ja schon bei der ersten Gefährten und bei der ersten The Witcher-Folge was gesagt. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, Freunde.